Frau Janetzki. Oh, ja. Hier ist wieder Blankenburg Radio. Hättest du beinahe gesagt, ja. Ja. Oh, da muss ich ja wieder aufpassen, dass ich den Kurs auch halte. Richtig. Wir fahren jetzt fast gerade nach Norden. Ja. Genau. Ja. Ist das viele Segeln? Also die unsere Videos sehen ja eigentlich alle gleich aus. Man sieht Wasser und dann wabbelt das so ein bisschen rum, so, ja, und dann wird das Segel wieder angepackt. Ist das nicht irgendwann mal langweilig? Nö, langweilig ist es nicht, weil man hat ja immer irgendwie ein anderes Ziel vor Augen und die Herausforderung ist ja sozusagen, dass es ja dass die Segel nicht wackeln. Ja. Dass man, also oftmals ist es ja so, dass sozusagen das Seglerinnen-Schicksal, dass der Wind mal genau aus der Richtung kommt, wo man hin will. Ja. Und dann, also so wie heute zum Beispiel, wir wollen ja eigentlich von Tegesloop-Flegle nach Boa-Boa-Hamm und wollten da in die Bucht rein, oder ja, beziehungsweise den Sportboothafen. Und genau nach Norden oder von Norden kommt der Wind. Und deswegen sind wir hier so ein bisschen am Kurbeln und sind erst ein Stück rausgesegelt, ja, um dann wieder in Richtung Küste zu segeln, also ein Zickzack. Ja. Ja, das ist sozusagen die Skipperin-Geduldsprobe. Ja, ist das nicht ein hartes Los, damit schneller unterwegs zu sein? Ja. Dazu wird es demnächst eine umfassende Stellungnahme geben, nachdem sich die Untersuchungskommission zusammengetan hat und dazu detaillierte Auskünfte eingeholt hat von den Beteiligten. Das würde ich jetzt mal so nicht sagen, aber wie gesagt, warten Sie einfach mal die Untersuchungskommission ab. Wir können es davor noch nicht so äußern. Aha, und was ist gegen Schneider zu sagen? Brüllt er rum? Macht so, er. So wie Tintendiktatoren halt sind? Ja, nein. Also manchmal vergisst er sich ein bisschen und manchmal ist auch die Kommunikation an Bord etwas. Jetzt habe ich mich versegelt, siehst du? Manchmal ist auch die Kommunikation an Bord ein bisschen. Also der eine redet nach Süden und der andere redet nach Norden. Da kann schon mal sein, dass man sich nicht ganz versteht. Wie groß ist das Boot? Also wenn ich hier hinten stehe, ja, und der Motor an ist, ja, zum Beispiel, ja, und Doc Schneider steht vorne, ja, dann kann ich schreien, so laut ich will und auch was ich will. Er wird es nicht hören. Ja. Und andersrum genauso. Ja. Das muss man wissen. Aber ich meine, wie verhält es sich denn mit einem Pinnendiktator, ja, wenn das Boot gar keine Pinne, sondern ein Ruder hat, wie man hier sehen kann? Ja, stimmt. Aber wie man hier auch sieht, hat dieses Boot eine indirekte Pinne. Ah ja, okay. Sozusagen. Ja. Und deswegen. Okay, ist ein offensichtliches Quatschvideo, Nonsense-Content, okay? Wahrscheinlich um Follower zu bieten, ja? Aber das, dann sollten wir es doch mal schön betiteln. Ja, viele klicken. Ja. Und einen Daumen hoch lassen, das ist noch mehr Nonsense. Ja, stimmt natürlich. Eieiei. Ja, solche Ideen brauchen wir noch im Wasser. Ich glaube, heute geht es in die erste Ankerbucht, oder? Kann das sein? Ja, wenn wir so wollen, wenn unser Skippergott so will, dann sind wir heute in der ersten Bucht. Und der Wind dürfte ziemlich schwach werden heute Nacht. Ja. Deswegen haben wir auch keine große Angst, dass uns das irgendwie wegwehen könnte nachts, wenn wir schlafen. Ja. Ja, wollen wir einfach mal versuchen. Und ich glaube, die Bucht heißt Klosterfjorden oder so ähnlich, oder? Hm? Ich weiß es jetzt nicht genau. Oder kann man auf einer Karte gucken. Genau.
Bam, 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 bam. Hier ist die Karte. Große Anstrengung, um von Backbord zu Steuerbord zu kommen. Ja. Klosterfjorden, das ist richtig. Ja. Und da an der 2- oder 3-Meter-Linie, da ungefähr wollen sie hin. Und im Moment sind sie irgendwo da. So. Also, das ist die Karte. Aber wir haben ja hier noch einen elektronischen Guide. Ganz genau, ja, der ja zeigt, dass wir genau auf der Linie sind. Sag mal, hast du eben Skippergott gesagt? Ja. Ist dir eben Skippergott ausgerutscht? Nur so. Aha, wer könnte das sein? Ich glaube, der wohnt hier ganz unten tief drinnen im Wasser. Ach, Nautilus. Ja, genau. Okay, aber guck mal, jetzt sind das schon mehr als 6 Minuten Skipper-Nonsens, ja. Sozusagen belangloser Content. Zum Grinden von neuen Followern? Ach nee, aber warte mal. Es gibt noch eine wichtige Nachricht. Und zwar bin ich ja heute wieder mit Kochen dran. Ja, ich spreche jetzt in die Kamera und wir haben glücklicherweise heute Vormittag im Supermarkt, ja, haben wir Köttbühler, also sozusagen IKEA Eating, die sind einkaufen können. In dem Stadion, wo man nicht wirklich mehr was. Moment, warte. Ist das hier die Kamera? Ja, das ist ja die Kamera. Du hast ja auch die ganze Zeit in so eine Kamera geguckt, oder? Hast du in so eine Kamera gucken müssen? Ich gucke auf den Kurs. Okay. Und Doc Schneider wird Köttbühler kochen. Mit irgendwas. Also wahrscheinlich mit Reis. Oder so. Und Tomatensauce. Lass ihn in die Finger kommen. Genau. Und dann noch ein bisschen Käse drüber und dann ist die Pflicht erfüllt. Und die Kür kann beginnen. Jawohl. Ja. Und vielleicht gibt es sogar einen Nachtisch. Joghurt mit Erdbeermarmelade. Das wäre noch zu haben. Also, wir sind hier unter sozusagen unmenschlichen Bedingungen unterwegs, ja. So, genau. Ja, und finden das irgendwie auch noch schön. Also, wenn das nicht irgendwie seltsam ist, ja. Also, wenn euch das zu viel ist, könnt ihr ja eine Anzeige machen bei der Polizei. Am besten bei der Wasserschutzpolizei, oder? Macht mal, ja. Und ansonsten selbst schuld, wenn ihr euch das anguckt. Genau. Wenn es euch nicht gefällt, lasst einen Daumen runter. Okay, und tschüss.